Es brennt, der Rücken brennt. Hallo, liebe Freunde, jeder kennt das, dass sich zu viel gemückt hat oder den ganzen Tag Fenster geputzt. Hier sind wir wieder beim Altheim-Aid-Sandrock. Ja, so, Fred ist wieder zurück, hat ein bisschen Urlaub gemacht in einem Land, das so ähnlich ist wie Sandrock, also Österreich. Und jetzt wollen wir uns hier mal wieder weiter. Hey, Sancho, gut, dass du gerade vorbeikommst. Du siehst ja wieder heiß aus. Komm mal mit. So. Aua, nicht die Krabbe hauen. Hallo, was ist los mit dir, Fred? Ja, du warst wohl zu lange in diesem fremden Land. Da kann man schon mal komisch werden. So, haben wir hier noch was? Ja. Haben wir eigentlich Holzbrettchen? Keine mehr. So, heute ist wieder Sandrennen und wir wollen uns endlich den neuen Dungeon nochmal angucken. Läuft hier. Was ist denn mit Sancho los, sag mal? Läuft der Amok? Hört ihr das? Was ist denn da los? Hör auf! Sag mal, macht ihr ein Wettrennen, ihr zwei hier, oder was? Die macht mich ja wahnsinnig. Boah. Ich hab da jetzt nochmal einen kleinen Fix, aber das Spiel bräuchte noch ein bisschen mehr als nur ein, zwei Hotfixes. Ganz ehrlich gesagt. Weil viele Fehler sind leider immer noch drin. Vor allem so Soundbugs wie das jetzt hier gerade. Sancho, was machst du unter meinem... Ja. Aber was ist das? In so einer Rappenkiste hier. Was ist denn das hier? Ich hau ab. Das ist zu laut. Das ist ja der Wahnsinn. Aber geröstete Kastanien drin oder was ist das? Moment. Das ist doch bescheuert. Und wir müssen. Gucken wir nochmal. Ach, da drüben hier drei Katzen. Nee, das sieht hier nur von Abend selber aus. Mein Gott, das wäre der Horror gewesen. Also, ich habe ja nicht den Katzen nochmal drei von der Sorte Benjo zum Beispiel. Das ist ja schon ein bisschen viel auf einmal. So, mal gucken, wenn ich jetzt nochmal holen. So, mal gucken. Ist das jetzt immer noch dann so furchtbar? So, komm, wir hätten uns hier unnötig auf, Merle. Wir müssen natürlich jetzt noch... Ja, alle sind ja jetzt schon... Jetzt hättest du 50 Sancho Panzers dabei. Das ist der Wahnsinn. Nee, das gibt viel lassen. Mach irgendwas Sinnvolles. Aber ganz weit weg. Ganz weit weg. Woanders! Was ist das denn? Alter. Kevin ist auch weg. Oh. Wendy, bist du wenigstens noch da? Ich will spielen. Ja, da komm mit. Oh, wie ist das hier? Sonnenuntergang. Hübsch, rot, lila, ping. Ping, die Farbe gibt's nicht. Aber es macht nichts. So, Hansi Meiser. Wollen wir mal wieder? Du kommst auch mit. Komm. Machst du wenigstens nicht so einen Krach. So blubberst du leise vor dich hin. Wie wenn die manchmal. So, hier haben wir schon mal unser schönes. Ich finde das ja echt nett, wie das immer hier dekoriert ist, aber. Und der Osterhase ist. Geht auf Risiko. Das ist doch mal ein gutes Bild hier, oder? Direkt an den Schienen, gleich kommt der Zug und dann. Waps, weggesagt, ne? Nee, aber gut. So, Sandrennen. Naja, sollen wir da hin? Komm, wir nehmen den Bus. Das dauert mir zu lang. So. Galoppel, galoppel. So. Los mit dir. Ja. Und ist Sonntag. Ne? Eigentlich müsste es dann in der Kirche sein. Aber nicht Sandrennen. Magierennen. Aber irgendeine einzelne Person ist in der Kirche. Naja, ist ja manchmal oft so. So, Dingens. Du weißt schon. So, wenigstens ist diese komische Disney-Musik weg. Tschüssi! So. Hier sind wir. Ach, hier oben. So, einmal hier durch. Achtung, Kopf einziehen. So, wunderbar. Ja. So was. Avio, hallo, was macht ihr denn hier? Tunnelbuggies! Sind ja alle hier so. Was ist denn mit denen alle los? Sind alle wahnsinnig geworden? Aber Grace hier in dem Negligee läuft hier rum. Cooper, was machst du denn hier, Cooper? Apropos, bevor wir dich überfahren, ich gebe dir noch hier ein bisschen Kohle. Ich hoffe, dass dein Testament nicht geändert. So, weiter geht's. Aus dem Weg, ich muss schnell sein. Moment, ich muss mal was ausprobieren. Crystal, was ich gerade hier sehe. Hatte ich dir schon einen Cocktail gegeben? Wow, plus 19? Beste Freundin, tralala, okay. Wow, du bist so nett, wie sowas zu schenken. Die hat Alkohol gebraucht, seht ihr mal. Okay. Alter Falter, das war viel Erfahrung, kann ich noch nie gehabt mit den. Also, okay. Das erstaunt mich jetzt.
So, Sandbuggies. Blablabla. Was ist denn hier für ein... Hä? Sandsturm oder... Oder Schuppen? Was ist hier los? Uff. Also... Hä? Da sind sehr viele Partikel hier durch die Gegend fliegen. Weiß nicht, ob das so normal ist. Das habe ich noch nicht so beobachtet. Achso, du bist das hier mit dem Waldmeister-Zeug da oben im Kopf. Nehmen wir noch so mal Wackelpudding. Okay. Hey, Gracie, das ist ja genau das richtige Rennfahrer-Outfit. Willst du ja das neueste Blue Moon ausprobieren? Hm, Abenteurer? Fred hat mir nicht schon genug Abenteuer für ein ganzes Leben. Das hier ist nicht wie diese Schund-Action-Bücher, in denen der Held alle 6 Monate die Welt rettet. Entspann dich ein bisschen. Wir haben uns das alle verdient. Ich will aber die Welt retten. Sonst nichts los. Hm. Okay. Amiralein. Oh, du mein Augenstern. Wie gehen sie in die Gurgel? Ja, können wir bei mir gerne eine Teeparty machen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Katorilein, auch wieder sehr grünlich heute. Ich sehe auch gerade sehr viel grün. Ist das komisch? Jetzt haben sie keine... Was ist denn Hugo los, sag mal? Jetzt benimm dich mal. Hey, schön, dass du auch hier bist, Chefchen. Wir mögen eine der besten Gelden in den freien Städten sein, aber macht es euch nicht so gemütlich. So werden wir von unserem Platz verdrängt. Wir machen ja keinen Druck hier, Freund. Was soll das denn jetzt? Sowas. So, hey Jane, auch hier. Okay, hier haben sie wieder normale Texte. Was ist mit unsicher? Okay, dann haben wir alle hier erstmal, oder? Och, Pebbles ist auch mal da. Was sagt ein Jagdmel? Tut, tut, haha. Ja, dafür hast du dir was verdient, mein Kleiner. Hier. Extra für dich. Mama sagt, wenn ich etwas bekomme, muss ich Danke sagen. Danke. Gut, aber langsam trinken. So, die Familie haben wir verseucht. Gehen wir hier schon? Nee, ah ja. Wen denkst du hier? Ah, hallo. Ja, ist, hat er schon getrunken? General Energy. Ist das hier der Sponsor? Okay. Ich dachte, das macht dieser komische Drink. Die Banker sind doch sicher, oder? Na klar, die sind so safe. Warum haben wir überall hier Reifen als Begrenzung? Noch einen hier, mit dem wir noch nicht geredet haben. Trudi, viel Glück dabei, mich schlagen zu wollen. Und fährst du denn mit, du Vogel? Du sitzt doch sonst nur essend irgendwo. In diesem Tag ist es schwer, Inspiration zu finden. Es passiert nicht viel, weißt du. Es ist schlimm, dass... Ich wünsche, wir hätten wieder einen Mörderkrimi in der Hand. Ja, wir können ja einen machen. Bringe irgendeinen NPC rum, der heißt oder so. Und dann gucken wir mal, wer es gewesen ist nachher. Jemand finden, der dann irgendwo in der Wüste verscharrt, aber das kriegen wir schon hin mit anderen. Unser Katzen macht das bestimmt gerne. So, machen wir mal hier. Zong. Sandrani-Rennen, Sandbuggy-Rennen, wollte ich gerade sagen. Gestartet. Oh, warum ist das immer so schnell? Ich nehme den roten. Der bringt mir Glück. So, auf in den Sieg fahren! Oh, und Nia ist auch dabei. Venti. Aus dem Weg, ihr Amateure! Autsch! Weg hier! Weg, weg, weg! Owen! Hast du den Grundschuhe? Hui! Oh! Wow, eine Münze! Ich habe eine Münze! Ich ist eine! Oh Gott! Das Arm! Naja, gut! Wow! Bam! Das war, ja. So, tschüss Nia, danke für deine Freundschaft, viele Jahre, aber hier beim Rennen gibt es keine Freundschaft. So, juhu! Autsch! Oh, meine Bandscheibe. Okay, nochmal weiter geht's. Ja, wir schaffen es! Ja, wir schaffen das. Ja, wir schaffen immer dieses Baumeisterlied, ja. Wumm! Autsch! Hey, hat das denn hingebaut? Von hinten einer? Nee. Ach, wir können uns einfach mal Zeit lassen. Ist doch auch schön. Juhu, Grüni. Blechfrosch? Ich habe keine Konkurrenz mehr. Was ist los? Zeige ich die falsche Richtung? Oh, ich bin Dritter? Oh mein Gott. Venti, Nia, sind vor mir? Wie geht das denn? Schiebung! Boah. Ja! Boah. Ja! Jubel! Wir sind Erster geworden. Wie auch immer. Ich habe die anderen überhaupt nicht gesehen. Keine Ahnung, wie das geht. Wir haben einen halben Blechfrosch gefunden. Ein bisschen Shampoo unterwegs. Wofür wir das immer auch brauchen. Ja, können natürlich jetzt 78 Mal unser Kamel einfärben. Wow.
Wow, hübscher Hintern, Owen, ja. Also, na gut, das ist, wow, das ist ein Outfit, sag ich dir mal. Da kannst du was von. Warum heiraten du und Grace nicht? Ihr habt genau den gleichen Kleidungsstil. Irgendwie, bis auf die Schuhe vielleicht. Naja, gut. Hier ist ja was los. Heidi, das hat alles richtig. Beziehung. Ach, das wird alles überbewertet, sag ich dir. Ich sag dir was. Wendy. So, Elsie ist gar nicht hier, ne? Vielleicht saß sie in der Küche, hat sich gelangweilt. Ach, hier kommt noch jemand was zu kaufen, oder? Nee. Ja, der ist außerhalb. Shit. Na gut. Wann ist das nächste Rennen? 17 Uhr. Oh. 17 Uhr. Kann man jetzt noch nicht starten, ne? Nee. Muss noch ein bisschen warten. Oh, nein, nicht du, die andere. Oh, die Heidi mit der skandalösen Frisur. Oh, bist du auch so gestresstig? Lass uns bald mal treffen, entspannen, Fred. Ich brauche eine Pause. Ja, hier bin ich jetzt Meditationslehrer oder was? Also, keine Ahnung. Der ist entspannt. Der hat er schon Alkohol? Ich weiß nicht. Wie schnell sind die denn? Die, ja, frag mal meinen Rücken, dann sage ich dir, wie schnell die sind hier. Müssen wir eine Haftungsfreistellung unterschreiben? Was ist das? Ja, es braucht man nicht, brauchen wir nicht. Versicherung auch alles auf meinen Namen. So, was haben wir? Oh, wir können starten. So, letzte Runde. Jetzt werden wir nochmal gewinnen. Jetzt zeigen wir diesen Landeier nochmal, wie man es hier richtig fährt, Freunde. Wie als Stadtjunge. So. Hau ab, Owen. Leck da. Zieh dich anständig an. So. Ups. Hallo, ich wollte bei euch mitfahren. Oh. Boah, die sind ja echt hier knallhart mit allen Bandagen hier gekämpft. Oder ohne. Wie auch immer man das sagt. Hier lang kommt. Abkürzung. Auf die Idee seid ihr nicht gekommen, was? Ihr Versager! Den Pass! Autsch! Ist er da vorne? Owen? Wie macht er das denn? Na, wacht er, du Zylinderhutträger! Ich hole dich ein! So! Rumhüpfen kann ich auch mit dem Auto! Edge! Da hätte ich ihn vorher noch betrunken machen sollen. Sagt bei den anderen auch mal. Wow! Gib Gas, Fred! Wir schaffen das. Einfach nur ganz konzentriert die Luft holen und nicht auf die Straße gucken. Wieder war es in der Fahrschule. So. Einfach nicht hingucken. Beim achten Mal funktioniert es irgendwann. So. Lernt es ja auch auswendig. So. Immer schön vorbeigefahren an allen Münzen. Sehr gut. Oh Gott, wir sind Vierter? Was ist denn da passiert? Wo sind die denn alle? Ein Bolzer-Anhänger, wow. Wo haben die mich denn überholt, ey? Ich glaube, der Osterhase kauft sich das nächste Mal einen Hubschrauber. Was ist hier passiert alles? Okay. Sein Parkgerände ist beendet. Juhu! Wir sind Sieger! Also beim ersten Mal verloren, dann hat man gewonnen. Unterm Schnitt haben wir gewonnen. So, das war's dann. Wäre dann tatsächlich nach Hause fahren noch. Heidi und Pablo are off. Teepartys, ja. Also wohl nicht, vermute ich mal, wenn du davon weiterredest. Das ist nur aus freier Freundschaft, denn die, das musst du auch gar nicht deine Mutter erzählen, die interessiert das gar nicht. So, wollen wir mal weiter. Das ist mein Ausgang. Ich weiß, den Kindermund tut weit und das ist immer das Problem. Oh, Wendy, du hast kurz deine Haare verloren, aber ist nicht so schlimm. Also manchmal, naja. So, Amira, du willst ja nicht aufsteigen, dann geh mal schön mit deinen Stöckelschuhen nach Hause. Wir haben eine Ziege. Finde ich angenehmer. Und Wendy muss jetzt, die könnte eigentlich auf Hansi reiten, aber warum geht sowas nicht? Die entwickeln aber kein bisschen Fantasie manchmal, also teilweise alles einbauen können, finde ich. So. Dann hoppeln wir mal nach Hause. Ups. Ja, für alles andere sage ich schon zu spät. Hier sind sie. Hier sind sie alle. Wie sind sie so schön hingekommen? So, einmal, du hast schon. Auf der Karte und so. Habe ich hin. Was ist denn mit denen hier? Danke. Da ist ein
Was macht denn Todi da? Die killt den Shiny. Was macht der da? Todi! Der hat sie umgebracht. Was ist denn mit ihr los? Bin schockiert. Was geht denn hier ab? Todi schlachtet hier die Hyänen ab. Was? Okay, das ist ja ein Ding. Oh, Entschuldigung. Shit, ich wollte die Truhe eigentlich. Oh je. Bist du wieder in die Beichte gewündigt. Scheiße, genau den falschen. Sag's deinem Bruder, es war nicht persönlich gemeint. Mist. Bogo ist die falsche Richtung. Ja. Wer will? Gut, dann haben wir das auch. Wo ist unsere Frau eigentlich die ganze Zeit? Ja, dann machst du eine Abkürzung. Was sagst du da? Aus dir. Ja, ja, ganz genau. Nervenkitzel. Ja, kannst du. Ich kann dich gerne irgendwo in der Wüste aussetzen, nur mit einem Glas Wasser und dann hast du deinen Nervenkitzel. Zack. So. Das war jetzt komisch. Naja, der Boy ist ja immer noch diese Musik. So, und der Event ist noch. So, was haben wir noch? Gusseisenrohre selten. Hey, Andy, was machst du denn hier? Hallo, 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 lolololololol. Wenn Jasmine sauft mich, musst du mir helfen. Sie hat mir ein Buch geliehen und ich habe den Namen des Mörders mit einem Stift angekreist. Sorry, aber so stark bin ich selbst nicht. Jasmine sauer. Auf gar keinen Fall. Da haben sogar die Monsterjäger Angst. Das kannst du nicht machen, mein Freund. Ah, Sandbuggies, juhu. Mit dem Panda. Aber... Spiel lässt sich ja nicht mit den allen fahren. So, Wendy ist auch dabei. Zack. So, jetzt können wir nochmal ausliefern. Das ist schon die Uhrzeit abgelaufen. Na, ist schon abgelaufen. Pablo ist das, oder? Ist das Pablo? Hm? Na, quatscht die immer. Ich denke, wenn du noch jeden Hardfix wird das eigentlich nur schlimmer mit den Bugs hierher. Aber seltsame Geräusche. Gucken wir nochmal. Ich habe wieder vergessen, wie die Anzeige läuft. So, nicht aus der Arse trinken. Naja. Manchmal. So. Sandbuggy-Rennen haben wir auch. Hey, Jasmine, da hat einer in deine Bücher gemalt. Aber wie ist sie überhaupt hin? Achso, da geht schon Judy. Ich vergesse immer, dass sie da wohnt. Vergesst das immer, ja. Ich denke mal, die wohnt bei ihrer Oma und Hugo. Aber tut sie ja gar nicht. Eines der wenigen Kinder in so Spielen oder auch Büchern, Filmen, ist ja auch meistens so, dass man eine Mutter hat, ne? Die ja meistens immer alles weisen, warum auch immer. Oder die Eltern sind ewig auf Reisen, kommen nie wieder. Ist auch dann immer so ein beliebtes Thema. Nö, die sind alle weg, die sind alle jahrelang nicht gesehen. Vater, Mutter und ich mache hier, was ich will, genau. Als 10-Jährige. Ist normal. So. Ah ja, okay. Das ist aber alles dann aus. Jo, dann haben wir das. Dann können wir, Hansi... Sehr gut, hast du gut gemacht heute, wann auch immer. Da kannst du nach Hause gehen. Du auch, Wendyline. Und dann haut sie ab. So, gut, haben wir das. Was haben wir noch im Kalender eigentlich? Wo sind wir denn hier? Da. Hier gibt es noch ein paar Geburtstage. Trudi, Jasmine. Okay, und dann haben wir hier unseren Lagerfeuertanz wieder mit Grillen. Wunderbare Grillaktivitäten. Fangen. Aha. Trudi. Okay. Können wir uns auch noch einfallen lassen? Jasmine hat Geburtstag. Am Donnerstag. Das ist vielleicht auch nicht so ganz uninteressant. Ich mache mal wieder eine Geburtstagsparty und diesmal für Jasmine. Warum auch nicht? Die feiern sowieso nie was irgendwie. Außer ich bin auch der einzige Partyraumat hier. Und Gecko geht ins Bett. So, warte mal, da machen wir doch mal Jasmine Geburtstagsparty. Für sie, die müssen wir natürlich dann noch einladen, sonst wird es blöd. So, dann machen wir hier Geburtstagsthema. Premium-Paket hier und dann machen wir extra. Ja, ich mache wieder Feuerwerk. Auch wenn es keinen interessiert, ich mag Feuerwerk. So. Das war ein fremdes Kind, darum nehme ich das ausgefallen, sondern nur das Premium-Paket. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Freunde, so, wir müssen immer noch im Rahmen bleiben. So, hier, yummy, yummy.
das Gemüse am Tisch. Wer will denn sowas? Warte mal. Zeit der Party? Nee, das wollte ich nicht, sondern Geschirr anordnen. So ist das hier. Luzerne. Wer will denn sowas essen? So, scharfer Fisch ist doch schon mal gut. Saubert. Also das Liebeskuchen kann auch eigentlich mal jemand essen. Für Liebe kann ja keiner mehr essen hier. Feinen Fischbrei haben wir dann noch hier so. Marinierte Steak. Die Kinder brauchen mal was Ordentliches zu essen hier. Jagdmannmilch. Echt? Können wir machen. Honig Avocado. Oh ja. Bisschen was Süßliches. Warum nicht? Dann haben wir noch 5 Gewürzesteak. Erhöhten kritischen Schaden plus 19%. Oh, das ist auch gar nicht so schlecht. Das ist Kartoffelpuffer. Komm, Kartoffelpuffer mag doch jeder, oder? Das ist doch was. Milchkastanie, Lebenspunkte, Verteidigung, Rindfleischschnudeln. Das sind diese Fischköpfe von Elsie. Das kann man keinem antun. Nee, das kann man keinem antun. Komm, hier gibt's nochmal. Ja, Fischbrei ist auch so eine Sache, ne? Ah. Na gut, aber Kinder mögen ja auch Fischstäbchen. Das sind im Grunde nur pürierte Fischstäbchen, oder? Wir nehmen es mal an. So, ansonsten haben wir ja einen Arzt im Ort. So, sind wir alle schön hier im Bett. Sehr gut. Wunderbar. Dann gehen wir auch mal. So. Diese Frau ist auch wieder. Ups, ich wollte es gerade sagen. Husch, da ist aber einer schnell ins Bettchen gehüpft. Und noch angezogen. Okay, dann müssen wir dir wieder mit den Zähnen ausziehen. Wir gehen jetzt mal ins Bett. Mäh, 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 mäh. Ach, mir diese Spitzenunterwäsche. Hui, da sind wir wieder. Und Justus war auch zu Besuch, aber schon weg. Sehr schön. Mein Kind wird groß. Was hat er da gerade gezeigt? Was war das? Moment, hier wo? Wendy, was passiert mit dir? Och, ach du grüne Neune. Ist ein großes Mädchen geworden. Was ist mit dir passiert? Papa, ich bin jetzt erwachsen. Kann ich dir bei deiner Arbeit helfen? Kannst du deiner Mutter helfen, so als Begleitung, damit sie nicht alles vergisst am Tag. Okay. Hat sich aber gar nicht so sehr verändert, aber zumindest mal andere Klamotten. Also mit dem Herzchen. Also hier würde ich mir auch Klamotten für Kinder wünschen. Warum man das nicht angebaut hat, war zu schwierig. Ich weiß nicht. Komm, machen wir mal ein schönes Vater-, Erwachsene- und Tochterbild. Wenn ihr uns die Treppe lassen würde hier. So. In ihrem Raum. Ja, zumindest hat sie auch schon eine eigene Küche, siehst du. Aber so, ich meine, gar nicht so schlecht geworden hier. Also, unsere Tochter hier. Ja, ich glaube, die hat wirklich so Elsies Augen und ein Teil von ihm. Von Fred. Ja. Jutsch. Zacki. Mein Kind, bist so groß geworden. Und schon läuft's weg. Das hat sie von ihrem Mutter. Sowas. Okay. Mein Gott, sie werden so schnell groß. Und sie wurden so lange bei einem. Hallo, Chi, was machst du denn hier? Hallo? Heute am Sonntag Start, aber es ist doch Montag. Was? Genau. Du bist vom Baum gefallen, das willst du mir jetzt sagen? Ja, schönen Tag noch. Ja, danke für die Info. Okay. Oh, ja, warum nicht, ne? Manchmal sagt man manche Dinge auch einfach persönlich. Ist viel angenehmer. So, haben wir noch was Interessantes? Großes Anschlangen? Da habe ich gar keine mehr. Okay, die sehen aus. Weggelutscht worden. So, was haben wir hier noch? 15, 18, 14, 77. Das bringt mehr. Ich da. Warte mal, Ski. Moment. Ich hab hier was für dich. So, mein Freund, hier sind eine. Damit du nicht noch am Stamm fällst. Ich kann es dich damit schwerer machen. Also. So haben wir dann auch. So, right hier. Immer mal mehr, ne? Oh, der Zug kommt. Oh! Vorsicht! Oh. Gut, dass ich immer gesagt habe, erst nach links und rechts schauen, dann über die Gleise gehen. Puh. Oh, yeah, yeah, yeah.
alle Leute geben, die sie werden von Zug überfahren. Irgendwie ist das noch nie gelungen. Oh. Der Kogo aus dem Weg hier. Heidi, hallo. Schön, sich heute zu sehen, wenn ich sehen würde. Hier sind deine Holzbrettchen. Hallo. Zonk. So, dann kann man da oben noch was abgeben. Ach, hier macht Rick Pablo. Dann haben wir ja alles erledigt. Da brauchen wir gar nicht mehr. Ah, du bist ja Fred. Wie geht's dir? Hallo, wie geht's dir? So, das Gusseisenrohr. So, was gibt's jetzt dafür? Ja, 2900 Gold. Schon gar nicht mal so schlecht. So, sieht's hier aus. Ja, da brauchen wir noch ein Weilchen hier, muss man sagen. Wissenspunkte gehen auch. Ja, 966. Das war mal 941. Das ist sehr langsam, aber okay. So, was sollen wir machen? Ups. So, dann haben wir hier Todi, die Hyänenmörderin, und Nia läuft hier auch wieder rum. Die Welt zum Reisen, als wir Kinder waren. Ach, als wir Kinder waren. Aber gedacht, wir können viele Sachen besser oder schöner machen oder Erwachsene haben eh keine Ahnung, und dann stellt man fest, man hat auch selber auch keine Ahnung, ob man dann erwachsen ist. So. Ups, nehmen wir mal hier den Weg. So, da wir jetzt hier nichts mehr Großartiges. Hallo, Sonnenbrillenträger. Hauen wir direkt mal ab. Ups. Ich habe einen Knallhuhn erschreckt. Ich habe mich so groß auf Fußschritt gemacht und so schnell weggelaufen. Ja, das ist brav, wenn die das so gut erzählt. Genau, du kannst ja, während wir alle nicht da sind, die Wohnung mal aufräumen. So, warte mal, hier. Hier haben wir schon genug gegeben, glaube ich. Aber hier ist nochmal ein... Ja, bist jetzt nicht zu klein dafür, aber kann immer mit sowas spielen, oder? Oder mit sowas? Ach, Mädchen können auch mit sowas spielen. Bitteschön. Plus 6. Die wird mir eine Schachtel dafür basteln. Das ist eine gute Idee. Das hat doch auf die Idee ist noch keiner gekommen. Ja, das ist ein Spiel mit unserem Kind. Ach, diese Polizei von heutzutage. Ist auch für nichts gebrauchen. Moment, ist der falsche Weg, ne? Ah, Moment. Aber wir könnten ja mal Logan mitnehmen. Der hat eh nichts zu tun, aus hier auf Sandläufer zu starren und. Wüstensteine zu zählen. Wo ist er denn hier irgendwo? Was ist guckt doch hier irgendwo rum? Ich aber keinen. Ah, ein Boxerschwein. Das ist Kevin. Der hier. Kevin, Moment! Alter blubber Hase. So, du kommst mal hier mit. Hä? Hä? Was war das denn jetzt? Das ist das falsche Menü? Du musst mich begleiten, aber du bist eigentlich ein Reittier. Hä? Wieso soll der bleiben? Hä? Das ist komisch. Du sollst mich begleiten. So. Ja. Irritiert. Das ist ja, sah jetzt eher nach dem Menü für die Reittiere aus. Aber hier ist kein Logan, das aussieht. Was denn darum? Ah. Der Jute kennen. Ah, okay. Aber kein Logan hier. Was ist denn der Typ schon wieder? Joker ist auch hier. Da auf der Brücke hängt der rum. Ah. Die Brückenmaut eintreiben hier. Logan, alter Freund. Warte mal. Hier, hallo, 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 hallo. Hau dich auch. So, warte mal. Hier, komm. Lass uns spielen. Hey, ja, warum kleinst du? Ich habe noch nicht mal ausgeredet oder sitze ich schon auf meiner Ziege? Ziegenfetisch ist hier. Okay, dann hauen wir mal ab. Ja. So. Ich soll keine Musik dabei hören. Bisschen komisch aus, ne? Auf der Ziege. Oh, wir können auch das Taxi nehmen. Ach,
Du darfst im Feuer. Könnt ein paar Feuerwerke zünden, jetzt wo ich nicht mehr heimlich hier rumschleiche. Nächstes Mal vielleicht. Ja. Warte mal, wie kann ich denn jetzt da einsteigen? Wir nehmen den Bus, komm, Merle, folg uns einfach. So! Was, wo ist Logan jetzt? Ach, der sitzt. Was ist mit Logan passiert? Der liegt am Boden hier auf dem Bus, oder was? Logan, du musst dich nicht ver. Gut, Logan läuft mit dem Bus. Vielleicht kann er dann schneller fahren. Ja, das ist auch spannend. Kann der mal aufhören zu pfeifen? Kann ich ihn erschlagen? Nee, das geht leider nicht, ne? NPCs darf man nicht töten. Sag mal. Das war keine gute Idee. Aber das habe ich schon oft gedacht, wenn ich den Bus genommen habe. Da komm da raus. So, nochmal. Geht das jetzt richtig? Ja. Alter Falter. Moment. Also aufhören endlich! Mist. Ruhe! Kann das Ding nicht abschießen. Verdammt. Hörst du wohl jetzt auf? Ruhe jetzt! Verdammt nochmal! Ist jetzt bald Ruhe. Also, fährt er jetzt oder was? Ist das hier für ein Bus? Ich will ins Abenteuer fahren. Hallo. Der hat sie doch nicht mal alle. Ist zu lange in der Sonne gewesen. Ich gehe jetzt. Also, es reicht. Jetzt reicht es. Jetzt fährt er los. Ah! Was hupt er denn jetzt, den Jon? Aber. Fährt er jetzt los, wenn man drin sitzt? Wir schießen gleich wirklich. Wie auch immer. Ich probiere mir das Spiel um. Okay, es ist. Hilfe! Wir müssen hier weg. Das ist ja nicht zu ertragen. Okay, weg hier. Kein Wunder, dass keiner mit dem öffentlichen Nahverkehr gern fährt. Ist ja furchtbar. Oh. Sowas. Meine Güte, so. Was ich jetzt zum Huhn geworden ist, sonst immer war. Naja. Nichts ist mehr so wie früher. Ja, ja. So, hier haben wir auch immer noch keinen Ton. Jetzt sauber wieder wie die Wahnsinnigen. Wir haben jetzt keine Zeit für euch, Kinder. Kommt später nochmal. Könnt ihr zu mir nach Hause kommen, dann klappen wir uns da. So, Logan. Gloppel, gloppel. Kevin ist noch da. Wir hin. Boing, boing. So. Rams! Hallo? So, absteigen. Upsi, so, dann wollen wir unsere Elite-Kämpfertiere wieder hier beirufen. Ich glaube, diesmal nehmen wir mal ein bisschen eine Stadtgesundheit her. Dann nehmen wir mal Nemo dazu. Wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen härteren Stoff hier heute. Der Lancelot ist auch 94. Batman. Ich glaube, Kiko ist da vielleicht ein bisschen überfordert mit seinem Blubberbläschen, oder? Die folgen schon und Macchiato, Benjo, der hat ein bisschen mehr drauf, ne? Dann rufen wir auch zu uns. Kommen so viele, oh, dann geht's nicht. Na gut, dann ist es so. Da haben wir sie, jawohl! Unsere Kampftruppe. So, dann wollen wir mal schauen, wie es hier drin wird. Aber das machen wir in der nächsten Folge hier, weil der Osterhase kämpft sich durch. Bye, bye!